So, da bin ich wieder auf Sendung mit der dritten Folge heute. Da wir nun in Akarios angekommen sind. Ah ja, da kommt ja schon die erste Kampagnenquest, die wir dann erledigen müssen. Scheint ganz einfach zu sein. So, wie gesagt, wenn man hier das Häkchen ransetzt, erscheint die hier drüben. Und man hat sie immer im Blick. Ah, da hinten, siehst du? Ja, da haben wir es ja schon. Das sind Quests, das sind auch Quests, sehr gut. Also wie ihr seht, haben wir hier schon einiges an Quests, die wir erledigen können. Wie ich schon mal erwähnt habe, man braucht eigentlich nicht alle, weil sobald man Level 9 erreicht hat, macht man die Aufstiegsquest, die reicht dann komplett für das ganze Level und solange man die nicht erledigt hat, levelt man eh nicht weiter. Von daher macht man die dann einfach und hat sich dann, na, das, ja, Best aller EU. Genau, den lassen wir mal außen vor hier. Brauchen wir keinen. Na, hier können wir jetzt eine neue Harfe uns aussuchen. Okay. Und schon haben wir die erste Kampagnenquest hier beendet und können dann, wie ihr seht, stufenweise mit den nächsten voranschreiten. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier mal die ganzen Quests einmal an und schauen dann, wie weit wir damit kommen. Hier haben wir den lieben Kriegerausbilder. Neue Fertigkeiten. Ja, Fertigkeiten sind immer gut. Es ist an der Zeit, neue Fertigkeiten zu lernen. Sprecht mit Synistra oder wie sie auch immer heißen mag. Okay, wo ist denn die gute? Ach, steht da mit drin, okay. So, 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 dann laufen wir hier mal rein. Ah, da steht sie, eine Künstlerin aus. Wie ihr seht, hier ist Ingenieurausbilder, Magierausbilder, Priesterausbilder, Künstlerausbilder. Draußen, wo ich war, ich zeig das eben nochmal schnell. Wir nehmen erstmal eine Laufrolle, genau, dann bewegen wir uns ein bisschen schneller hier vorwärts. Hier steht noch der Kriegerausbilder und, hier drüben, genau. Hier drüben noch der Speerausbilder, halt, je nachdem, welche Klasse ihr euch ausgesucht habt, müsst ihr dann halt zum jeweiligen Ausbilder gehen und euch dort die Fertigkeiten zu kaufen. Aber wie ihr seht, führt euch auch eine Quest dorthin. Von daher ist es eigentlich relativ einfach zu finden. Hier können wir jetzt schon mal Fertigkeitshandbücher kaufen. Wie ihr seht, hier sind die auch gar nicht so teuer. Wir haben jetzt 1266 Kina. Damit können wir alles kaufen, was es hier so gibt. Ich kaufe einfach schon mal alle für die nächsten Level. Können die zwar noch nicht lernen, aber Level 5, Level 7 bzw. Level 9 ist ja relativ schnell erreicht. Platz haben wir eigentlich auch noch ein bisschen, okay. Ich lerne jetzt hier erstmal den Marsch des Gauklers und die Variation des Kampfes. So, dann können wir über K auf passiv, dann aktiv, dann die neuen Skills uns hier angucken. Also, wir hatten hier von Anfang an den Klang des Windhauchs, der fügt einem Ziel in 25 Metern Distanz 73 Windschaden zu. Das haben wir jetzt hier schon mal, wie ihr seht, da. Okay, das kann ich jetzt schlecht zeigen, aber unter dem Klang des Windhauchs steht die Stufe des jeweiligen Skills und der wird dann mit der Zeit auch noch immer ein bisschen stärker. So, dann haben wir jetzt hier den Marsch des Gauklers gelernt. Versetzt bis zu 6 Gegnern in einem Umkreis von 4 Metern um euch 5 Sekunden lang in Schlaf und erhöht alle Elementarverteidigung. Ja, in Schlaf ist natürlich nicht schlecht. Dann haben wir hier den Variation des Kampfes. Das ist gleich ein kumulierbarer, das heißt, der muss sich erstmal aufladen und dann je nachdem, welche Stufe, bis zu welcher Stufe er aufgeladen ist, macht dann halt unterschiedlichen Schaden. Auf Stufe 1 56 magischen Feuerschaden, auf Stufe 2 105 und auf Stufe 3 dann sogar schon 208. So, das Ganze setzen wir jetzt einfach mal hier kreuz und quer rein. Ja, diese Verbandheilung braucht man eigentlich nicht so wirklich, weil, so viel Schaden machen die Mobs nicht hier. Also die Gegner. Mobs gleich Gegner. Wer es nicht weiß. Und deswegen ist es eigentlich nicht so wichtig. Später kann man die dann ganz aus seiner Skill-Leiste entfernen, weil es einfach zu lange dauert und nicht effektiv genug ist. So, dann dann nehmen wir hier mal unser neues Seiteninstrument. Jetzt sieht es anders aus. Oh, wow. Okay. Neues Instrument. Selber auch. Selbes Aussehen. Davon hat jemand Level abgehabt. So, dasselbe werden wir jetzt hier auch mal versuchen, wenn wir jetzt in Level
wieder eigentlich schon Level 3. Momentan geht es bis Level 65, aber das zu erreichen dauert halt ein wenig. Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. So, jetzt haben wir hier eine neue Quest angenommen. Ja, drücken wir gleich mal J und schauen uns an. Ah ne, abgegeben haben wir eine. Entschuldigung. Stimmt. Dann gleich ein paar China erhalten und ein paar EP. Hier ist dann, diese kleinen putzigen Kerlchen hier nennen sich Shugos. Auch eine Rasse, die man nicht spielen kann hier, aber sie sind viel vertreten. Hier können wir dann gleich mal unseren Würfel erweitern. Nein, können wir nicht, da wir nicht genug China haben. Also das würde uns, ich kann es ja kurz zeigen hier, das würde uns hier eine neue Reihe und einen neuen Würfel eröffnen. Also die erste Reihe vom zweiten Würfel. Man kann auch hier automatisch anordnen den Würfel. Man kann auch das ganze Inventar hier automatisch anordnen, wenn man mehrere Würfel hat. Und man kann jedem Würfel auch noch einen eigenen Namen geben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Test. Ändern und schon heißt der Würfel anders. So, dann benennen wir ihn jetzt einfach mal um. Wieder in Würfel 1. Da kann dann jeder sich austoben und den Würfeln, je nachdem, vielleicht mal später, wenn man mehrere Ausrüstungen bzw. Skins hat, dann halt einen Würfel für Skins, einen Würfel für jegliche Art von Gegenständen. Hier, wie ihr seht, man hat am Anfang schon gleich 100 kleine Lebenselixiere und 100 kleine Mana-Elixiere, die uns dann auch sehr nützlich sind, da wir uns dann nochmal weniger Sorgen um unser Leben bzw. um unseren Mana-Haushalt machen müssen. Wie ihr seht, hier haben eine Erholzeit von einer Minute und regenerieren über 20 Sekunden lang alle 2 Sekunden 31 Punkte, das heißt 310 Punkte. Wir haben 255, sprich einen Trank und wir sind wieder voll. So, dann nehmen wir hier mal weiter Quests an, beziehungsweise, Moment. Ich kann euch ja noch ganz kurz einmal einen Klick auf P. Da seht ihr, was wir hier schon Tolles anhaben, das ist halt noch nicht so wirklich viel, halt die Trainingssachen, die wir vom Anfang haben, unser neues Seiteninstrument, welches wir mit Mana-Steinen verankern können. Wenn man jetzt hier Alt drückt, kann man hier noch ein bisschen durchscrollen, da sehen wir dann verschiedene Informationen, falls es denn welche gibt, nicht so wie hier bei dem, wo es keine gibt. Dann haben wir hier magischen Angriff, magische Verstärkung, Angriffsgeschwindigkeit, magische Präzision. Das kann man auch mit einem Idioteneffekt verbessern, das mache ich dann, wenn wir mal einen haben, uns zu zeigen, und Mana-Steine können wir verankern. Der Barde ist eine magische Klasse und sollte deswegen hauptsächlich mit magischen Attributen hier so blocken, parieren, das können wir alles außer Acht lassen, weil wir eh nicht kein Schild haben zum Blocken, aber hier, das sind so unsere primären Sachen, die wir vorantreiben sollten, die Magieverstärkung, magische Präzision, die Crit-Treffer und später vielleicht auch noch ein bisschen die Heilstärkung. Das muss man nicht unbedingt mit Mana-Steinen sockeln, weil man mehr so ein Support ist als richtiger Heiler. Das Heilen überlassen wir dann lieber den Klerikern. Ja, dann haben wir hier noch das dann später fürs PvP noch vielleicht ganz interessant. Magische Verteidigung, magischer Ausgleich, magischer Widerstand. Wie ihr seht, hat man hier ziemlich viele Sachen, auf die kann ich ja dann später noch mehr eingehen. So, was wollte ich denn jetzt? Ach genau, mal einen Mana-Stein verankern. Wir haben hier schon einen Blocken und einen kritischen Treffer. Die bringen uns zwar beide nichts, aber ich mache es jetzt einfach mal drauf, einfach um es gezeigt zu haben. Machen einfach einen Rechtsklick, dann kommt hier dieses coole Symbol. Gehen dann über den Gegenstand, auf den wir das verankern wollen. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier überall Platz, einen Mana-Stein, der bis zur Stufe 20 zu verankern. Mein Mana-Stein, den ich hier gewählt habe, ist Stufe 10. Wie gesagt, der bringt uns nicht wirklich was. Aber einfach, um es gezeigt zu haben, werde ich das einmal tun. Dann kann man hier später noch Ankerhilfen benutzen, die dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Mana-Stein auch gesockelt wird. Weil das wird man später dann noch sehen. Das ist ein ziemlicher Krampf, oder es kann ein ziemlicher Krampf sein, wenn man gute Mana-Steine verankern will. Weil
sobald man mehrere Slots hat, sagen wir mal, wir haben hier drei Slots, dann geht der erste geht gut drauf, der zweite geht meinetwegen auch noch gut drauf und dann der dritte, um es zu komplettieren, schlägt dann fehl und dann sind alle weg. Nicht nur der letzte, den wir versucht haben, sondern leider alle. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier den Mana-Stein verankert. Mit einem Blocken plus 12 Stein und das heißt, hier sieht man es dann auch bestimmt ganz hier ist grün dargestellt, weil ich jetzt den Mana-Stein verankert habe, ist meine Blockrate erhöht. Aber wie gesagt, das bringt uns nichts, da wir kein Schild besitzen. Nur einfach, um es mal zu veranschaulichen. So, dann können wir jetzt hier noch eine Quest abgeben. Hilfe für Kales. Bekommen wir wieder 300 EP und sind dem Level-Up ein bisschen näher. Jetzt können wir hier wieder die nächste annehmen. Sanctum ist dann, sobald wir Level 10 haben, kommen wir dahin. Das ist dann sozusagen die Hauptstadt der Elios. Und ja, da spielt sich dann auch so nicht einiges ab, aber da ist halt ein Handelsbezirk und dann sowas. Aber das sehen wir dann später, sobald ich Level 10 erreicht habe. Hier haben wir dann noch eine Quest, die nehmen wir mal an. Wie ihr seht, ist hier ein Gemischtwarenrennen, da kann ich mich hier mal im Laden umsehen. Machtscherben, die erhöhen meinen Schaden um 10 Punkte. Die kann man noch anmachen, verbrauchen sich aber auch relativ schnell. Hier Verband für die Verbandheilung, aber das brauchen wir jetzt nicht. Dann haben wir hier noch Gewinnungswerkzeuge, weil wir kann ich nicht, weil es auch viel zu teuer ist. Aber wir nehmen mal an, ich hätte es gekauft. Dann könnte ich jetzt hier wieder einen Rechtsklick drauf machen, hätte wieder dieses schöne Symbol und könnte dann hier mein Seiteninstrument, aus meinem Seiteninstrument einen Verzauberungsstein gewinnen, mit welchem wir dann unsere Waffen plussen könnten. Aber das kann ich dann später auch nochmal zeigen. Vielleicht switche ich dann auch zwischendurch nochmal auf meinen richtigen Account einfach um. Oder ich schuster mir ein bisschen Geld zu, einfach damit ich ein bisschen mehr zeigen kann, weil so sieht man jetzt nicht viel. So, dann können wir jetzt hier noch Tränke kaufen, aber wie gesagt, da wir hier von Anfang an genug dabei haben, brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. So, ich kann jetzt hier auch mal kurz zeigen, hier auch wieder mit dem Rechtsklick und dann habe ich hier oben die Machtscherben und wenn ich dann auf B drücke, seht ihr hier so eine Animation, dass die aktiviert wurden. Hier sieht man es nochmal, diese Blitz. Und dann, wenn ich einen Angriffsskill ausführe, dann verbraucht sich da mal ein Teil der Machtscherben. Wir machen jetzt erstmal wieder aus. Ja, so, das hätten wir dann auch. Jetzt noch ein bisschen Zeit haben wir noch, also gehen wir mal, warte mal, wo war das? Da drüben ist noch mal, gucken, ob wir hier drüben noch einen Quest haben. Nein, haben wir noch nicht. So, dann drücken wir jetzt nochmal J und gucken. Ah ja, hier haben wir noch zwei Quests. Die tacken einfach mal an, damit wir die nicht vergessen. Dann hier stehen in den kleineren Gebieten stehen hier diese Priesterin des Segens, wo man hier einfach auf ihr seid gesegnet klickt und dann einen schönen Buff bekommt, der unsere TP um 10% erhöht und unsere physische Verteidigung um 10% und den Magieausgleich um 100%. Sieht man hier, ist noch nicht so viel. Vorher hatten wir 255 TP, jetzt haben wir 280, aber immerhin etwas. Physische Verteidigung ist auch nicht schlecht, wenn man die ein bisschen erhöht hat. Halten wir ein bisschen mehr aus. Dann haben wir jetzt hier noch eine Quest, die wir annehmen können. Das kann ich ja nochmal... Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir noch schnell. Man kann hier nämlich bis Level 55 auf einen sogenannten Anfängerserver wechseln, wo kein PvP möglich ist, falls mal in dem Gebiet, wo ihr gerade unterwegs seid, zu viele Asmos unterwegs sind und ihr euch denkt, oh nee, nicht schon wieder, ich will doch hier nur in Ruhe leveln, dann geht ihr hier einfach, wie gesagt, hier auf dieses zum Anfängerserver wechseln, klickt auf den Anfängerserver, auf Bewegen und schon seht ihr den Balken hier runterlaufen. Und wir wechseln dann auf den Anfängerserver. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber um diese Quest hier zu erledigen, müssen wir das einmal machen. Sieht man den kleinen Schubo, das gerade geladen wird. So, schon sind wir auf dem Anfängerserver, können hier mit der guten Frau reden. Und wir nehmen hier noch Erwachensrollen mit. Warum erkläre ich dann in der nächsten Folge? Und verabschiede mich erstmal, weil die Zeit schon wiederum ist. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.